Sie sind hier, 6. November 2018, 23.34 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Dmitri Rybolovlev steht im Mittelpunkt eines großen Justizskandals. Urheberrecht Getty Images. Dmitri Rybolovlev wird in Monaco vorübergehend in Gewahrsam genommen. Der russische Milliardär ist Mittelpunkt eines großen Justizskandals. Der russische Milliardär Dmitri Rybolovlev, Präsident des französischen Erstligisten AS Monaco, ist im Fürstentum vorübergehend in Gewahrsam genommen worden. Das berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP am Dienstag. Rybolovlev steht im Mittelpunkt eines großen Justizskandals in Monaco. Der 51-Jährige soll Polizei und Justiz mit Geschenken, Einladungen und ähnlichen Gefälligkeiten bestochen haben. Der russische Oligarch sei bereits seit Dienstagmorgen in Gewahrsam, seine Wohnung würde durchsucht, hieß es. Ihm wird Korruption, Bestechung und Einflussnahme vorgeworfen. Die AS Monaco selbst kommentierte die Meldungen zunächst nicht. Jetzt DRZN gratis testen und noch heute die Ligue 1 live. Stunden zuvor hatte die französische Zeitung Le Monde den Stein ins Rollen gebracht. Punkt. Sie berichtete ausführlich über die engen Bande, die zwischen Polizei und Justiz des Fürstentums und Rybolovlev bestehen sollen, von Sportinformationsdienst.